So, wir schauen uns heute mal an, wie wir gleichzeitig mehrere Dateien umbenennen können. Dazu bringt das Programm Speed Commander ein kleines Tool mit. Als erstes markieren wir natürlich alle Dateien, die umbenannt werden sollen und können dann hier über Datei mehrfaches Umbenennen dieses kleine Tool hier öffnen und haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Windows-Bilder hier drin, die sollte aus XP jeder kennen. Und dann habe ich die Möglichkeit, die zum Beispiel durchzunummerieren, wie diese ja, Erweiterungen, zum Beispiel das Durchnummerieren, Auslösen, Heißen, das kann ich hier herausfinden, wenn ich auf diesen Pfeil klicke. Da sehe ich zum Beispiel hier Zähle ab oder nur Zähle. Wenn ich jetzt hier einfach Zähle einfüge und dann vielleicht noch einen Unterstrich mache, und so, sehe ich hier unten, der alte Dateiname ist Blaue Berge und der neue ist eben mit einer 1 davor und es geht so runter bis 8. Also so komme ich zum Beispiel alle durchnummerieren. Jetzt kann ich aber auch sagen, ich möchte den Zähler erst beginnen lassen bei 5, also mache ich hier ein Komma und gebe hier 5 ein. Dann geht die Nummerierung erst bei 5 los und dann dementsprechend bis 12. So, das wäre eine Möglichkeit, die wir haben. Dann, was hier häufig vorkommen kann, ist zum Beispiel, wenn ich was ins Internet hochladen will, dass bestimmte Dienste einfach Probleme mit Sonderzeichen, mit Umlauten oder mit Leerzeichen haben. Da kann ich jetzt zum Beispiel einfach sagen, suchen nach ja, einem Leerzeichen. Und der sieht man dann hier gleich, wird hier ersetzt durch nichts. Beziehungsweise ich lasse es ersetzen durch einen Unterstrich. Das erkennen nämlich die meisten Webdienste. Und gehe hier dann auf alle Vorkommen ersetzen, dass auch wirklich alle hier erkannt werden. Das wäre eine Möglichkeit. Und ich kann das natürlich umgekehrt auch mit diesen eckigen Klammern machen. Die kann ich auch ersetzen lassen. So. Ja, und dann hat man hier eben hier noch die Möglichkeit, an die Datei noch so einiges ranzuhängen. Ja, Datumsangaben zum Beispiel, die Ordnernamen. Also das ist halt praktisch, wenn man dann die Dateien später nochmal suchen will und kann da was dranhängen. Oder was ja zum Beispiel auch interessant wäre, wenn ich jetzt diese Urlaubsbilder gemacht habe, könnte ich ja vor jede Datei zum Beispiel den Urlaubsort einfach hängen. Und in Windows müsste ich das ja einzeln per Hand machen und hier gebe ich einfach vor den Dateinamen ein. Sagen wir mal Mallorca. So, und so, schon kann ich es über die Suchfunktion dann immer die Bilder wieder finden, in denen halt eben Mallorca vorkommt.